So, hallo Leute, da sind wir wieder und sind immer noch am Verzweifeln, beziehungsweise ich bin immer noch am Verzweifeln, wie ich dieses Level lösen soll. Ist nämlich alles hier dieselbe Aufnahme, habe nur mal kurz Pause gedrückt und gespeichert. Ja, und mir ist in diesen 30 Sekunden auch nichts Besseres eingefallen. Da ich gespeichert habe, könnte ich mal kurz probieren, ob man hier durchlaufen kann. Okay, das funktioniert. Das ist schon mal nicht. Aha, Moment mal. Aha, ich glaube, ich habe eine gute Idee. Ich glaube, ich habe echt eine verdammt gute Idee. Dazu machen wir Folgendes. Wir stellen den Cube ab. Starten die Aufnahme. Nehmen den Cube. Stellen uns da rein. Warten kurz. Und pausieren die Aufnahme. So. Jetzt gehe ich rüber und nehme den einfach an. Das Ganze muss ich dann wahrscheinlich noch ein zweites Mal für die andere Seite wiederholen, aber ja. Bin wir's? Es ist auch ganz cool hier mit dem Angucken. Dankeschön, Dankeschön. Das Problem ist natürlich jetzt wirklich, jetzt stehe ich den da ab, ich darf deswegen nicht auf den Boden kommen. Deswegen ist da unten das Teil. Das heißt, ich drücke jetzt wieder die Aufnahmetaste. Wir nehmen den Cube. Beenden die Aufnahme und. Nein! Verdammt! Das gibt's doch nicht! Ach. Das regt mich jetzt gerade auf. Das regt mich verdammt auf. Dann müssen wir nämlich den Knopf nochmal drücken. Okay. Drücken wir nochmal den Knopf. Erstmal nochmal hier. Wunderbar. Probieren wir es. So. Das hat mich jetzt echt aufgeregt, weil wir müssen das Ganze ja zweimal machen. Aber das ist das Knifflige hieran. Jetzt kann ich natürlich gleich direkt R drücken. Ich bin immer unsicher, ob er wirklich dann auch aufnimmt. Gehen hier rüber. Und drücken Q. Lieber ein bisschen vorsichtiger und 2 Sekunden mehr Zeit nehmen, als das Ganze 100 Mal machen zu müssen. So, F. Wobei man natürlich in dem Spiel schon die ein oder andere Sekunde warten muss. So. Das heißt, ich drücke jetzt wieder R. Das reicht. So. Und wenn ich es jetzt nicht vermassel, dann sollte alles glatt gehen. Okay, F. Na komm schon. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe immer Angst, der fällt so runter. Jawohl. Wir kriegen einen Linsencube. Mit dem können wir jetzt, müssen wir wahrscheinlich dasselbe Spiel nochmal machen. Och nee. Ernsthaft. Ernsthaft, weil der muss hier rein. Okay, ich gebe zu, das käst mich jetzt schon ein bisschen an. Da hätte man, also ich weiß nicht, das. Ich meine, sie wollen zwar nichts verkaufen. Kennst du, das ist ja eine Mod, die ist kostenlos. Aber das hier ist halt Zeitschinderei. Wie gesagt, bei einem, wäre das jetzt wirklich ein Spiel, was man kaufen
müsste, dann könnte man den Entwicklern jetzt schon wieder, ja, wie sagt man, Zeitschinderei unterstellen. Weil es ist im Endeffekt, wenn man es einmal rausgefunden hat, einfach nur dasselbe. Und wenn man Pech hat und dem einem der Würfel da runterfällt, dann muss man das Ganze nochmal machen. So. Ich hoffe, ich hatte jetzt auf Aufnahme gedrückt. Wäre auch ganz cool gewesen, wenn man das hier irgendwo als Einblendung, als Overlay gehabt hätte. Jetzt nicht vom Laser treffen lassen, das wäre ebenfalls sehr dumm. Man hat das Brett hier, aber cool wäre es halt, wenn auch was im Display stehen würde. Jawohl. Und wir haben die Dinger gleichzeitig deaktiviert. Das ist natürlich auch cool. Da habe ich vorhin Quatsch gelabert, dass wir die nicht deaktivieren können. Und kommen ins nächste Level. Und das war ja das gerade, was wir gemacht haben. Hatte ich wohl doch recht am Anfang gehabt. Bin mal gespannt, wie viele noch kommen. Also, ich nehme mal nicht. Ah, da sind sie doch. Diese Turrets heißen sie, wie gesagt, glaube ich. Allerdings ist das hier nicht so ein richtiger, sondern das sind irgendwie so eine verkrüppelte Version. Ja, hat nämlich zwei Turrets ineinander mit einem Cube. Ich bin die ganze Zeit immer kurz davor zu sagen Rubik's Cube, aber das ist es ja gar nicht. Ich habe ernsthaft den Namen vergessen. Begleiterkubus, genau so war das Ding genannt, aber ich denke Cube, da weiß auch jeder, was gemeint ist. Hier wieder Laserstrahlen, da oben wieder ein Knopf, den wir drücken müssen. Und hier eine Tür. Und nun. Okay, die können wir so öffnen. Das können wir hier machen. Ah, wahrscheinlich müssen wir alle drei Dinger hier aktivieren, damit die Laserbarrikade wahrscheinlich aufgeht. Eins machen wir über den Knopf. Eins vielleicht über den Schalter. Das probieren wir deswegen zuerst aus. Das wissen wir ja mittlerweile, dass das funktioniert. Aufnahme. Hoch. Und wiedergeben. Nein! Komm schon. So. Jawohl. Und wir kriegen diesmal nicht nur einen Begleiterkubus, sondern auch noch eine Kugel. Gratis obendrauf. Den Kubus können wir jetzt. Was können wir denn machen? Ah, den können wir jetzt erstmal hier positionieren. Dann kommt ein bisschen schöner. So. Nein! Nicht euer Ernst, oder? Ich denke, ich sehe den da zur Tür, dann habe ich mir noch gedacht, okay, der rollt zwar da jetzt weg, aber da ist ja, da kommen wir ja nicht mehr durch, aber ja. Das ist schon ein bisschen dämlich. Vor allem, wenn man den nicht einfach durch einfaches Knopfdrücken wieder herkriegt, sondern vorher noch hier diese Zeitmaschinen-Jump-Einlage hinlegen muss. Oh! Und wenn man nicht trifft, ist auch scheiße. Aber wir können die Aufnahme ja nochmal spielen. Wunderbar. Unser Cube geht dadurch aber auch kaputt. Also wir sollten wirklich nichts verlieren. So. Ja, war klar. Aber gut, dafür haben wir die Kugel. Das heißt, Kugel regt mich jetzt schon auf. Die rollt nämlich weg. Die gefällt mir so gar nicht. Bleib doch mal irgendwo stehen. Oder wenn du schon nicht auf dem Ding bleiben willst, dann roll wenigstens nicht hier in diese Richtung.
Aber was ist denn das? Wir hatten hier den Boden verlegt, der ist ja echt schief. Der kann nur schief sein. Allerdings in alle Richtungen, so wie es aussieht. Naja, solange dich hier nur hin und her pendelt, soll es mir mal egal sein. Ja, ich lasse sie mal rollen, um hier zu landen. Ja, auch ganz toll. Was bringt uns das hier eigentlich? Ich meine, wir können hier gar nichts machen. Außer dieses Teil zu aktivieren bzw. deaktivieren. Aber wir können ja auch hier nichts. Ach, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß worum. Was ist das denn für eine widerspenstige Kugel? Die rollt ja echt, wie sie lustig ist. Ich frage mich, ob wenn wir das hier deaktivieren, dass dann da hinten die Tür aufgeht. Scheint nicht der Fall zu sein. Aber wir haben ja noch Portal. Portals da, also hier Flächen. Hä? Wieso kann ich denn da nicht? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das verstehe ich jetzt ernsthaft nicht. Ich habe da vorne ein Portal. Gehen wir mal hier hin. Aha, bei uns funktioniert das nicht. Da ein Portal. Wieso kann. Ach, da ist ein. Ach, das sieht man ja wirklich fast nicht. Ich verstehe, da ist noch so eine. Ja. So eine Barriere. Ganz flach, ganz dünn. Von dem Standpunkt hier. Die spackt aber auch so ein bisschen rum. Also irgendwie ist da vielleicht auch so. Naja, sieht man kaum. Habe ich ernsthaft nicht gesehen. Macht die Sache nicht gerade schöner. Da oben ist da auch eine Barriere. Sieht fast so aus, aber ist die aktiv? Ja, jetzt hör mal auf, hier rumzumucken. Jetzt fühle ich mich gerade ähnlich wie im letzten Level. Ein bisschen hilflos. Wir können hier rein. Haben wir auch nicht. Ah, ich habe eine Idee. Wir könnten natürlich, was wir natürlich probieren könnten, wenn wir ganz abgefahren sind, könnten wir natürlich die, wie sagt man, ja, das Bedürfnis der Kugel zu rollen ausnutzen, indem ich Folgendes mache. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Aber ich weiß nicht, was uns das bringen soll dazu. Gehen wir mal hinterher. Die Kugel ist durch. Wahrscheinlich rollt die deswegen auch so stark. Aber jetzt hängen wir halt an der Tür fest. Toll. Super. Super Einfall. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt überhaupt noch zurückkrieg. Die rollt ja eh wahrscheinlich gleich selbst in ihr Elend. Ja, die kommt wieder zurück. Dann warten wir mal kurz, bis sie wieder da ist. Ich habe keine Lust, nochmal den Cube und so weiter mit dem Springen. Habe ich echt keinen Nerv für. Jawohl, und dann tun wir die mal wieder da vorne platzieren. Einigermaßen in Sicherheit. Weil ich glaube, hier kollert sie nur auf diesem Teller rum und kann nicht wirklich ausbrechen. Das ist ganz gut. So. Hilft uns trotzdem nicht. Ah. Okay. Ich glaube, ich habe ganz dämlich gedacht und einfach mal das hier übersehen. Wahrscheinlich funktioniert das irgendwie mit. Ha, wer hätte gedacht, was jetzt wieder zum Einsatz kommt? Wahrscheinlich kommt. Nanu? Okay, ich glaube, ich habe gerade einen Weltrekord aufgestellt. Ich habe diese Kugel dazu gebracht, nicht mehr wie wild auf dem Boden rumzurollen. Aber nun gut. Gut, probieren wir es nochmal. Ich duck mich nochmal. Ich nehme auf. Warte ein paar Sekunden. Gehe nach oben. Und warte auch hier noch ein paar Sekunden, um die Aufnahme zu beenden. Hol mir die Kugel. Ach, jetzt habe ich schon abgedrückt. Ah ja, geht trotzdem noch, oder? Was? Was? Nein! Da wollte ich.
Da wollte ich sie doch gar nicht hinhaben. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das Spiel macht mich noch fertig. Also ich bin gar kein so großer Fan von diesen ganzen Hüpfeinlagen hier immer. So. So, finito. Natürlich daneben. So, jawohl. Wobei es halt schon wirklich Geschick erfordert. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier hin. R. Q. Und ich sehe gerade, wir sind gerade schon fast bei 16 Minuten Aufnahmezeit. Mist. Aber es macht nichts, das probiere ich jetzt nochmal. Ich glaube, ich bin nicht gesprungen. Kann das sein? Jetzt machen wir es einfach nochmal. Nehmen auf. Warten kurz. Gehen hoch. Und nochmal. Was ist das denn? Was? Was? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ach, jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich, glaube ich, kapiert. Aber so funktioniert das ja auch nicht. Ich komme da ja nicht hin. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich nehme das auf und renne dann schnell darüber. Aber das funktioniert ja auch nicht. Ich kann ja nicht doppelte Zeitaufnahmen machen. Oder funktioniert das? Naja, jetzt überschreitet, glaube ich, das Video wirklich einen gewissen Rahmen. Deswegen mache ich hier mal Pause, speichere ab und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dann.